Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrimion Endliche und wir sind hier bei dem Quest Eine denkwürdige Nacht. Und wir müssen da jetzt in Weißlauf mit Isolda über den Stab sprechen. Wir wissen ja nicht, was passiert ist. Wir waren mittlerweile in Rohingstadt und haben uns entschuldigt und aufgeräumt und alles Mögliche. Und schauen wir mal, wo die jetzt ist, die Isolda, die Y-Solda. Irgendwie ein witziger Name, aber das zieht sich da durch den... Ja, ich weiß, wir gehen nicht mehr auf die Jagd. Wir schonen das Wildbrett, wo es nur geht, auch die Riesen und auch die... Wir töten nur mehr, wenn es sein muss. Hat man es in Himmelsrand nicht immer leicht. Aber bleibt stark, dann werden euch die Männer allmählich respektieren und vielleicht sogar fürchten. Ja, du hast ja keine Ahnung, wie die uns schon fürchten. Also, Isolda, hallo. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Was war denn das jetzt? Ist okay. Bist du jetzt die Richtige überhaupt? Hofft ihr, ein Händler zu werden, ja? Bevor meine Mutter und mein Vater starben, sagte ich ihnen, ich würde eines Tages der beste Händler von Himmelsrand werden. Ich habe Madran, einen der Anführer der Karawane, kennengelernt. Er sagte, er würde mir helfen, wenn ich ihm einen Mammutstoßzahn bringen könnte. Leichter gesagt als getan. Ich könnte euch vielleicht helfen, das kann ich ja auch, ne? Das würdet ihr tun? Wenn ihr fündig werdet, könnte ich euch das eine oder andere über das Geschäftsleben beibringen. Euch zeigen, wie man einen guten Handel abschließt. Was war denn das jetzt in Ordnung? Wie viel schulde ich euch? Ihr habt von Handelskarawanen gesprochen. Wir fragen da mal. Es geht mir eigentlich gar nicht ums Geld. Ich hätte euch den Ring nicht auf Kredit gegeben, wenn ihr nicht so offensichtlich verliebt gewesen wäret. Aber wenn es keine Hochzeit gibt, könnt ihr mir wenigstens den Ring zurückgeben. Das war eines meiner besten Stücke. Oh ja, das war wahrscheinlich jetzt der Quest. Was ihr wolltet sofort zu eurem Verlobten gehen, um ihn ihm zu überreichen. Wisst ihr denn nicht einmal mehr, wo ihr ihn zurückgelassen habt? Nö. Und das, nachdem ihr mir diese entzückende Geschichte erzählt habt, wie ihr euch in Hexennebelhain kennengelernt habt? Kein Wunder, dass er euch verlassen hat. Aha, abgeschlossen, sprich mit dieser... Finde den Ehering im Hexennebelhain. Mir ist der Ring egal, erzähl mir was ich sonst noch gesagt habe. Einschüchtern, bitte lasst mich euch für den Ring bezahlen, 2000 Gold. Ich muss unbedingt zur Hochzeit, bitte überreden. Leute, jetzt bin ich aber da total, aber überreden, das können wir. Da gibt es ja noch was. Was war das für eine Geschichte mit meinem verlobten Schatz? Das können wir noch fragen. Wie könnt ihr das vergessen haben? Das war die entzückendste Geschichte, die ich je gehört habe. Ihr habt euch bei Vollmond kennengelernt. Unter dem größten Baum in Hexennebelhain. Während um euch herum die Glühwürmchen tanzten. Es klang wie ein Märchen. Ja, typisch Frau, ich weiß nicht. Ihr habt von Handelskarawanen gesprochen. Ja. Diese Khajiit bestreiten ihren Lebensunterhalt, indem sie durchs Land reisen und ihre Waren verkaufen. Ja? Es muss hart sein. Himmelsrand ist ein hartes Land, selbst wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Das Schlimmste ist, dass niemand sie in den Städten haben will. Niemand vertraut ihnen. Warum nicht? Das hat vor allem mit dem Ruf zu tun. Viele Khajiit wenden sich der Schmuggelei und dem Diebstahl zu, um zu überleben. Ein fauler Apfel steckt 100 Gesunde an. Ihr wisst ja, wie es ist. Ja, leider. Aber was wisst ihr über die Khajiit? Ungefähr so viel wie jeder andere. Sie sind das Katzenvolk von Elsweyr. Großartige Krieger, gute Händler. Ich habe gehört, Elsweyr sei mit Himmelsrand nicht zu vergleichen. Es soll dort tropische Wälder und staubige Ödlande geben. Es klingt furchtbar. Nun gut, wir haben da jetzt alles und jetzt werden wir jetzt da kurz einmal was anderes Lebt machen. Lebt wohl. Ja, wir kommen gleich wieder.
Wir laufen dann nach Haus, weil wir haben ja da irgendwo einen Stoßzahn herumliegen. Ja, den habe ich in der Zwischenzeit mal gesammelt, glaube ich. Da laufen wir schnell mal runter in unser Prisenheim. Entschuldigung, der hat sich nicht mal aufgeregt. Ja, der weiß, dass wir da protegiert sind. Die schimpfen gar nicht mehr mit uns. Ein kurzer Schluck. Und schauen wir gleich einmal in der Truhe der Finsternis nach. Da. Irgendeinen blöden Stoßzahn haben wir da ja liegen, oder? Horkazahn, ne? Was wollten die überhaupt? Mammutstoßzahn, 3 Stück, ja, da nehmen wir doch einen mit. Und ich hoffe, das war der richtige. Den bringen wir ihr und dann schauen wir mal. Was auch immer die es damit vorhat, das wollte sie ja haben, hoffe ich doch. Also die Kaschemme hat sicher des Nächtens auch noch offen, auch wenn wir da ist. Ja, besagt mir. Den bringen wir ihr und dann geht's mit dem Quest mal weiter. Also es ist ja wirklich kein Weiterkommen in diesem. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Okay, hier ist er, mir ist egal. Erzähl mir, was ich sonst noch gesagt habe. Ja, das machen wir. Hier ist er. Danke. Da dürfte die alte Katze große Augen machen. Vielleicht kann ich eines Tages selbst Karawanenführer werden. Wie versprochen werde ich euch etwas über das Falschen beibringen. Wir wollen ja nicht, dass ein windiger Händler euch zu einem schlechten Geschäft verleitet. Abgeschlossen, bringe ein Mammut. Und was war denn das jetzt? Egal. Ich muss unbedingt zur Hochzeit, bitte überreden. Es muss ja eine wilde Nacht gewesen sein, wenn ihr euch daran nicht mehr erinnern könnt. Genau, das stimmt. Aber vor der Hochzeit bekommt wohl jeder kalte Füße. Und ich hatte ja wirklich gesagt, ihr könntet euch mit dem Bezahlen Zeit lassen. Ihr sagtet, die Zeremonie solle in Morwunska stattfinden. Vergesst nicht, dass ihr noch Schulden bei mir habt. Okay, Morwunska? Alles klar. Bis dann. Danke vielmals, Isolda. Und du, ja, normal schuldest du mir was, wegen deinem Mammutstoß. Ja, bitte. Aber ich glaube, die können wir schlussendlich dann auch mal heiraten, wenn wir dieses Amulett haben, das wir dann in, ja, Richtung... Ihr braucht etwas? Nee, ich brauche jetzt nichts von dir. Wir müssen da jetzt unbedingt auf die Karte schauen und wo uns das Zeug jetzt wieder hinführt. In die Unendlichkeit. Wo ist denn das? Auf der rechten Seite, ja. Okay. Galgenfelsen und da sind wir schon. Windhelm, wo ist denn das näher? Das schaut da gebirgig aus, gell? Stelle von Windhelm, da waren wir und ich schätze, da gibt es eine Straße rüber. Ja, wir reisen dahin einfach so. Einfach mal den Fluss entlang nach Süden und dann gegen Osten und dann müssten wir dann auch dorthin kommen. Ja, weil da auf dieser Karte auch nie eine Straßen eingezeichnet sind. Das ist ja echt lästig. Aber wie gesagt, die ersten Fußmärsche machen wir da einfach auf Video und das ist ein Dunkelelf, glaube ich. So, wir sind hier bei den Stellen und müssen da jetzt einmal auf den Zauber Hellsehen vertrauen. Wo geht's so lang? Ja, der läuft schon wieder. Wer war denn das?
Wer bist denn du? Ah, da kommt ein Drache, gell? Ja, na, war ja natürlich klar. Was bist denn du für einer? Ein Eisdrache. Wie machen wir das jetzt? Eisdrachen. Ja, Spaß. Ein Blutdrache, der ist ja nicht so schwer. Ah, Schmarrn. Wir haben da ja natürlich ein Schild und ein Schwert. Was nehmen wir da? Ja, am besten Feuerfrost, ja, eben Erdschwert. Und da hauen wir uns gleich mal drauf. Ja, und der verschwindet schon wieder. Eisdrachen, Buh. Feuerball und Feuerblitz. Ah, das ist, Feuerball ist nämlich mit Umgehungsschaden und Feuerblitz ist einfach, ja, nur so. Wir müssen nämlich aufpassen, dass wir nicht die anderen auch noch verwunden. Wir nehmen einen Feuerblitz. Ich werde mich an eurem Herzen laben. So, und jetzt ist er schon wieder weg, ist er schon wieder kaputt. Ich möchte da so gern einen ultra coolen Move endlich mal hinbringen mit den blöden Drachen da. Ja, Schmarrn, komm her. Ja, das war's. Ihr solltet etwas umsichtiger mit eurer Zauberei sein. Ja, ich habe aber niemanden verletzt jetzt, gell? Nur, dass es weiß, wer war denn das jetzt da? Kajit? Weil in den anderen Dörfern war es so, wenn wir es Feuerball verwendet haben, die haben auch Schaden davongetragen. Und dann sind die Wachen auf uns losgegangen und ich habe nicht gewusst. Ihr solltet etwas umsichtigen. Ja. Gar mit eurer Zauberei sein. Dieser denkt, ihr solltet mit euren Zaubern etwas vorsichtiger sein. Noch mehr Vorsicht geht ja gar nicht, du Kajit Matran. Hat der Krieg eure Reisen erschwert? Nein, ganz im Gegenteil. Die Soldaten sind einige unserer besten Kunden, denn wir liefern ihnen Vorräte und Waren, die sie auf keine andere Weise bekommen könnten. Okay, du bist... Es war Isards Idee, jetzt hierher zu kommen, während sich das Land in Aufruhr befindet. Wo andere nur Gefahren sahen, witterte er eine Chance. Na, cool. Was hast denn du zu kaufen? Werft einen Blick darauf. Schauen wir mal, Waffen, was hast denn du da? Kriegshammer, Magika, Fliehen... Eisen, Frost und Ork. Aha, ja, nichts Besonderes. Bekleidung, ja, schauen wir mal. Beschlagene Eisenstiefel, Lederarm. Wiederherstellungserb haben wir schon. Wiederherstellung haben wir schon. Pelzarm, Schienen, Schuppen, Pi, Paar, Bögen haben wir schon. Bögen, aha. Okay, Zaubertränke brauchen wir nicht. Essen, ah. Ah, Honigschnitte, Zutaten brauchen wir nicht, Salz nehmen wir und haben wir eigentlich auch genug großer Stein, gewöhnlicher mächtiger Seelenstein, ja, Pferdefälschen, ja, haben wir auch genug eigentlich. Wir verkaufen die jetzt mal kurz was. Wir müssen da jetzt nur kurz Bekleidung ein bisschen ein wenig ändern. Wir haben dann einen Ring, eine Kette, nämlich Schleichdieb. Wiederherstellung, Wiederherstellung. Was war das? Oh.
Knacksilberin. Ich sehe da jetzt schon wieder nichts, ja. Schleich die Wiederherstellung nochmal nicht. Blödsinn, was habe ich denn da alles? Habe ich das gar nicht dabei? Feilschen und Knack, Leute. Ja, ich bin ja so blind. Über euer Weg. Bei dem werft einen Blick darauf. Und jetzt müssten wir uns ja da bei sonstigen 100 Euro gespart haben. Ja. Wäre auch nicht notwendig gewesen. Ja, mehr als 100 sogar. Ja. Dann nehmen wir das Zeug. Und jetzt kriegen wir dann auch, glaube ich, noch bessere Preise. 2 Feuerresistenz können wir 2-mal verkaufen. Und für 75 haben wir gar nichts, gell? Okay, auch schon Geld gemacht. Ich würde es kaum glauben, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Was denn? Und du? Der warme Sand von Elsweyr ist weit von hier entfernt. Ich brauche Training im Schlossknacken, das könnten wir gleich mal machen. Na schön, aber wenn ihr verhaftet werdet, schieb die Schuld nicht auf mich. Ist okay. Du kostest wie viel? 3, ja, das machen wir doch gerade. Okay. Ja, wir haben ja sonst hier auch beim normalen Gameplay keine Möglichkeit mehr, ja, zu leveln. Möge euch die Sonne selbst in diesem Land der bitteren Kälte warm halten. Hast recht. Nun gut, du bist... Ich würde es kaum glauben, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Seid ihr besorgt? Mein Papa hat immer gesagt, dass man sich nicht um Dinge Sorgen machen soll, die man sowieso nicht ändern kann. Ja, ein kluger Mann. Wenn es das Schicksal so will, dass ein Drache mein Leben beendet, dann soll es so sein. Bis dahin lebe ich mein Leben so, wie ich es will. Ich will kein Pferd kaufen. Manchmal macht ein schnelles Ross den Unterschied zwischen Leben und Tod aus. Da hast du recht, aber wir haben Feendal im Schlepptau und dann haut es nicht hin. Ihr solltet wirklich einige Ausrüstungsgegenstände loswerden, die ihr nicht braucht. Geht rüber zu Sadris Gebrauchtwaren und sprecht mit dem Elf. Sadris Gebrauchtwaren. Oh, ja. Gut, das war's wieder mal. Wir werden da kurz einmal zurück ausrüsten, nehme ich an. Wir können das in der Shortcut machen, ja. Bevor wir da einen, ja, Tod sterben, den wir überhaupt nicht wollen. Magreck-Zerstörungsring. Wiederherstellung, Zerstörung. Wiederherstellung. So, okay. Gut, Leute. Wir haben da jetzt wieder mal einen Drachen, ja, und ein paar Dialoge hinter uns gebracht. Ja, du sagst es, der weht wirklich bitterkalt. Feendal lebt noch und ja, wir sind da auf dem Weg zur Hochzeit. Verabschieden uns jetzt mal kurz und sehen uns dann, hoffe ich, gleich wieder, wenn es da heißt, den Weg zu finden, darauf, glaube ich, ja, das müsste dann stimmen. Wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Toso. Ciao.